Guten Morgen, heute geht es um eine bessere Verbindung in der Aue vom Schlossbahnhof aus, bei der diese Brücke eine Rolle spielen würde. Bevor es losgeht, aber bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und das Video in den sozialen Netzwerken zu teilen. Früher sind eine ganze Menge Leute hier entlang den Bahngleisen vom Schlossbahnhof in Richtung Aue gelaufen. Und es stellt sich die Frage, ob es nicht eventuell möglich wäre, einen besseren direkten Weg in die Aue zu schaffen, der auch für Radfahrer und Rollstuhlfahrer befahrbar ist. Hier vom Schlossbahnhof aus haben sich eine ganze Menge auf der linken Seite der Gleise zumindest früher auf dem Weg in die Aue gemacht zu Fuß. Und da ist hier auch eigentlich genügend Platz bis zu dem Punkt an der Brücke. Dort wird es etwas eng, deswegen bietet es sich wahrscheinlich nicht an, unten einen Pfad zu bauen. Vielleicht könnte man eine Rampe errichten, die oben auf die Höhe der Brücke führt und dann leicht abschüssig, ebenfalls für Rollstuhlfahrer und Radfahrer befahrbar. In der Aue ist ja auch der integrative Kindergarten auf die andere Seite des Schlossbahnhofs führt, wo man eine weitere Rampe bauen könnte, damit Menschen ein- und aussteigen können. Auf der anderen Seite der Brücke wäre es cool, wenn man den Hang vielleicht ein bisschen aufschüttet und wiederum eine Rampe bauen könnte, die für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer befahrbar ist und welche letztendlich bis zu der Zufahrt unter der Brücke an der B27 führt. Da könnte man sehr gut die Aue erreichen. Ich zeige noch gleich einen kleinen Pfad, falls es nicht möglich sein sollte, eine Rampe beim Schlossbahnhof zu errichten zur Brücke. Der führt dann nämlich am Ochsenpfuhl entlang. Der ist allerdings sehr matschig, nicht ausgebaut und wäre eine Alternative zu der ersten vorgestellten Rampe. Auf der Seite des Schlossbahnhofs gibt es schon einen matschigen Pfad, der entlang der Gleise, allerdings nicht auf Höhe der Gleise, verläuft. Den kann man also passieren, um zumindest zur Brücke zu gelangen, sollte es unmöglich sein, die erste Rampe zu bauen. Dieser Pfad ist für Radfahrer und Rollstuhlfahrer weniger geeignet, denn im Augenblick kommt gerade hinten eine Stelle ins Bild, an der der Pfad sehr steil nach oben führt und auch der Anschluss an die Brücke selber ist da oben nicht ganz ideal. Wenn man das hier aufschütten könnte, damit das eine ebenerdige Strecke neben den Bahnschienen würde, dann wäre das eigentlich sehr viel schöner und einfacher zu passieren. Die Brockenbiker, die hier unten ihr Clubhaus haben, hätten auch ein bisschen mehr Ruhe vor den Spaziergängern. Und das wäre dann halt eine Alternative zu der zuerst vorgestellten Rampe, die Brücke hinauf. So, hier sieht man nochmal den Schlossbahnhof. Ich fände es cool, wenn es auf dieser Seite der Schranke ebenfalls eine Möglichkeit zum Ein- und Aussteigen bei den Zügen gäbe. Das würde das Museum im Schloss, das Café oben beim Castle besser anbinden. Und man könnte dann einen gemischten Fußgänger-Radweg bis zur Brücke hinauf bauen, wenn man den auf der anderen Seite nicht eventuell verbessern möchte. Das war mal wieder eine ultra gute Idee für die Stadt Herzberg am Harz. Und hinter mir sieht man noch ein Kabuffilein. Wer mit der Bahn zur Arbeit pendelt, kann sich bei der Stadt, beim Fundbüro, bei der jährlichen Versteigerung ein Fahrrad zum Teil schon für 5 Euro ersteigern. Macht das verkehrssicher, stellt das am Zielort, wo er zu seiner Arbeit muss, in solch ein Kabuffilein natürlich abgeschlossen und fährt, nachdem er aus dem Zug gestiegen ist, bequem damit zur Arbeit.